Hallo liebe Pflanzenmilchfreunde, da bin ich wieder mit einem ganz, ganz tollen Rezept. Und zwar möchten wir heute die aller weltbeste Currysoße machen. Und ich habe heute Rufina mitgebracht und die hilft mir dabei. Und wir erklären euch gleich, was ihr dafür braucht. Und wir erklären euch das auch alles Schritt für Schritt. Und das könnt ihr ganz einfach nachmachen. Dann kommt mal mit ran. Als erstes backen wir einen Esslöffel Butter in die Pfanne, die schon ein bisschen vorgewärmt ist. Als nächstes packen wir eine Zwiebel, ganz, ganz fein gewürfelt, rein. Die Zwiebel lassen wir jetzt richtig schön goldgelbbraun anschwitzen. Das dauert einen Moment. Die Zwiebeln dünsten schön an und in dem Moment sollte man den Zucker dazu geben. Dafür nehmen wir einen Esslöffel Zucker. Das Ganze lassen wir jetzt schön karamellisieren. Als nächstes kommt der Tomatenmark dazu. Da haben wir 2 Esslöffel von. Als nächstes kommt das Paprikapulver dazu und das Currypulver. Vom Currypulver habe ich 2 Esslöffel, vom Paprikapulver 1 Teelöffel. Danach fügen wir das Gewürz Sambal Oleg dazu. Das gibt es in jedem gut sortierten Supermarkt. Davon 1 Teelöffel. Ja, das ist okay. Wenn das alles gut zusammen vermengt ist, wird das Ganze mit Orangensaft abgeloschen. Und hier nehmen wir 60 Milliliter. Ihr merkt auch jetzt schon, dass es sehr, sehr doll nach Currysoße riecht. Und jetzt kommen wir zum Speziale. Na? Wir fügen hinzu 3 verschiedene Kräuter. Und die geben wirklich dieser Soße den Kick. Also ehrlich, es wird die beste Soße, die ihr jemals gegessen habt. Und dann fangen wir gleich an. Als erstes haben wir hier das Currykraut. Das sieht dann so aus. Das könnt ihr echt einfach so abschneiden, abzupfen und klein hacken. Dann haben wir hier das Cola-Kraut, weil jeder weiß, zu einer perfekten Currysoße gehört ein bisschen Cola dazu. Wir haben jetzt hier nicht die flüssige Variante, sondern ganz, ganz toll die grüne Variante. Und wenn man daran riecht, es riecht wirklich nach Cola. Hier auch ganz leicht abschneiden, abzupfen und dann hinzufügen. Und ganz cool, Flambinos. Das sind so ganz, ganz mini kleine Chilischoten. Ganz toller Name, Flambinos. Die natürlich auch ganz, ganz fein hacken und dann hinzufügen. Dann macht Rufina jetzt mal weiter. Das Cola-Kraut wird hinzugefügt, das Currykraut ist schon drin. Das reicht vollkommen aus, weil es wirklich geschmacksintensiv ist. Und die sind sehr scharf, da reicht auch nur ein bisschen. Das reicht vollkommen aus. Da sind sogar die Kerne noch drin, das heißt, ihr verbrennt euch richtig den Mund. Das Ganze wird wieder vermengt. Als nächstes packen wir 2 Esslöffel Essig rein. Danach das Salz und Pfeffer. Davon wirklich 2 Prisen jeweils. Und das Ganze wird dann mit 500 Milliliter passierte Tomate abgeloschen. So, jetzt haben wir alles schön vermengt. Wir lassen das jetzt 15 Minuten reduzieren, damit es nicht ganz so flüssig ist. Und dann ist unsere Currysoße schon fertig. Bis gleich! So, meine Lieben, ich habe hier schon Currywurst vorbereitet. Die hatte ich auch auf den Grill geschmissen einfach. Ja, klein geschnitten. Und Rufina richtet das gleich an. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. So, das war unser Rezept. Hier seht ihr die Currywurst und die Soße. Super einfach, finde ich, ganz schnell in der Herstellung und ihr wisst, was drin ist auf jeden Fall. Apropos, ihr wisst, was drin ist, die Kräuter, die wir benutzt haben, das Currykraut, das Cola-Kraut und die Flambinos, die könnt ihr auch ganz einfach nachbestellen und zwar unten in der Beschreibung. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und ich hoffe, euch hat es gefallen und ich probiere das jetzt auch mal. Bis zum nächsten Mal. Es ist echt lecker. Es ist echt lecker, Leute.